Meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Runde, gemütlichen Runde The Forest, in der wir warten, Staffel. Wir warten ja auf Sons of the Forest und deswegen vertreiben wir uns die Zeit hier ein bisschen. Keine Hektik, kein Stress, ein bisschen schönes, gechilltes Bauen, etc. pp. Aber jetzt packe ich mir mal noch zwei Stücken Fleisch mit ein, denn jetzt haben wir eine kleine Wanderschaft bei uns. Wir müssen jetzt mal Schildkröten besorgen. Ich brauche unbedingt mal zwei Schildkrötenpanzer. Das Problem ist, dass es nicht nah ist. Also wir haben schon einen kleinen Weg vor uns. Und ich brauche zwei. Das heißt, wir machen uns mal ganz gemütlich auf den Weg, so Richtung Westen. Da vorne ist das Sinkhole. Da habe ich gerade gesehen, ist der Berg, der große. Und da, wo der Berg ist, ist Norden. Und dann sollten wir doch kein Problem haben, wenn wir uns dann Richtung Westen halten, dass wir zum Meer kommen und am Meer finden wir Schildkröten. Auf jeden Fall ist hier erstmal der Goose Lake. Da wollen wir gar nicht hin. Ach so, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir ja eigentlich mal ganz gemütlich beim Camp vorbeischauen und uns ein paar Pfeile organisieren. Die bräuchte ich noch. Ah, wir haben vergessen, eine Sticky Box zu bauen, wo wir mal die ganzen Sticks einlagern, die wir da noch haben. Deswegen sind wir noch voll damit. Oh, müssen wir immer mal schauen. Das Zeltlager muss irgendwo... Mal ganz kurz nochmal gucken. Da sind wir dann noch nicht so weit. Wir müssen noch ein Stück am See hoch, glaube ich. Ja, ja, ein ganzes Ende noch hier. So, dann rennen wir mal hier einfach ins Gebüsch. Und dann kommen wir schon an. Einfach so mitten ins Gebüsch rein. Mal die Augen ein bisschen aufhalten, ob wir noch ein paar Rehe finden, wie da. Denn wir brauchen ja noch zwei Rehe für unsere Couch. So, Reh Nummer 1. Ich muss aufpassen mit dem Knochenspeer. Ich schmeiße jetzt gerade den Knochenspeer. Das ist aber eigentlich überhaupt nicht ratsam. Denn wenn der weg ist, dann nimmt man lieber die normalen. Das ist schon ganz gut so. Da sind Koffer. Und wo Koffer sind, ist das Camp nicht weit. Wir sind angekommen. Am Camp. Hier gibt's richtig schön zum Looten. Erstmal die Koffer öffnen, die hier so rumliegen, die Snacks beinhalten und ähnliches. Und Tapes. So, und das sind diese besonderen Koffer und da sind überall Pfeile und in manchen, in ein oder zwei, auch Leuchtfackeln drin. Aber wir haben jetzt erstmal einen Fokus, wir wollen die modernen Pfeile haben. Hier haben wir noch einen normalen Koffer mit Alkohol, auch nicht schlecht. Hier sind noch Pfeile und hier müssen auch Pfeile sein. Wir haben 50 Pfeile voll. Jetzt fühle ich mich ja viel besser. Auf jeden Fall um einiges sicherer. Liegt hier noch irgendwo ein Koffer? Noch einen Koffer haben wir hier nicht. Jetzt suche ich noch die Leuchtfackeln. Cool. Ja, die Leuchtfackeln würde ich ganz gerne noch finden. Ich glaube, hier sind sie. Ja, sehr schön. Mensch, prima, ey. Hier haben wir wieder einen Top. Den hatten wir auch nicht mehr. Na was, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Sehr schön. So, die Kohle können wir mitnehmen, die hier rumliegt. Ein Top, Isoband gesammelt. Na, geile Sache. Jetzt können wir endlich die letzte verbleibende Bombe bauen. So. Jetzt können wir uns alle 5 Bomben hier mal reinpacken und die mit Baumharz versehen. Eins reicht. Dann haben wir nämlich Klebebomben. Dann sieht das doch schon mal ganz gut aus. Die letzten 2 können wir noch zu Molotow-Cocktails verarbeiten. So. Und unser Inventar wird immer besser und besser, sage ich mal. So, ja, dann haben wir das hier erledigt. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns weiter um unsere Schildkröten. Scheiße daneben. Mist, meine ich. Entschuldigung. Die normalen Speere ist egal, wenn man die mal verwirft oder so. Dann 2 Stöckchen und dann hat man wieder einen. Geht ganz schnell. So, prima. Wir können hier mal ausnutzen, dass hier ein Zelt steht, wo man speichern kann. Ich muss nur mal gucken, welches das ist. Da. Und dann begeben wir uns weiter Richtung Meer. Denn wir brauchen ja unsere Schildkröten. So, und das Meer ist da, wenn mich nicht alles täuscht. Da, wo es sich lichtet, wo die Bäumchen ein bisschen weniger werden.
Ja, da kommen wir doch der Sache schon näher. Hier ist der eine Baum, das heißt, der andere Lebensbaum ist auch nicht weit, der auf der Klippe vorne an. Da ist das Meer. Da wollen wir auch irgendwie runter. Hey Bambi! Oh. Ja, also eine Pelle haben wir jetzt für unsere Couch. Die ist schon mal fertig. Die Wärmerüstung braucht auch nochmal 6 Rehpelle nachher. Peter. Aber wenn es dann soweit ist. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir uns. Da ist der Lebensbaum da vorne. Auf der Klippe. Jetzt schauen wir, dass wir uns ein paar Schildkröten organisieren. Ein Hase. Auch nicht verkehrt. Da Hasenpferd nehmen wir da auch noch mit. Ne? Lassen wir doch nicht so einfach stehen. Wenn der Kollege mir hier vor die Nase hüpft. Da haben wir noch ein Reh? Brauchen wir noch ein Reh? Aber wieso nicht? Kann nicht schaden. Also hier hat man ja gar kein Problem, was Tiere angeht und so. Hasen und Rehe speziell. Haben wir uns echt ein gutes Eckchen ausgesucht da oben. Aber jetzt mal wieder zurück zu den Schildkröten. Wir brauchen unbedingt Schildkröten. So. Und ich weiß, hier an dem Abschnitt sind keine. Ganz vorne sind welche und da sind welche. Also, wo gehen wir hin? Wir gehen mal hier hoch. Richtung Norden. Ja, hier die Ecke auch immer was los normalerweise. Immer ein bisschen zu tun. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war mit den Schildkröten. Da kommen sie. Da sind wir doch schon. Das ist prima. So, tut mir echt leid, aber ich brauche deinen Panzer. Und eigentlich brauche ich noch einen zweiten, aber man kann nur einen tragen. Aber ich kann mir schon mal einen vorbereiten, wenn wir wiederkommen. Kann ich den mitnehmen. So. Ja, dann düsen wir mal wieder zurück. Richtung Heimat. Wir können mal einen Happen essen. So, dann geht die Ausdauer wieder nach oben. Macht das alles ein bisschen angenehmer mit dem Rennen. Wir müssen jetzt ein bisschen im Auge behalten, wo wir sind. Dass ich mich da nicht verfratze, weil ich nicht genau weiß, wo unser Heimat-Dörfchen, wollte ich gerade sagen, und wo unsere Heimatbase ist. Aber die kann nicht weit vom Sinkhole sein, und das Sinkhole ist hier in die Richtung irgendwo. Also gehen wir mal in die Richtung irgendwo. Hier, mal. Oh, schön. Schädel und so brauchen wir nur nicht mehr. Sind wir voll. So, da war der Baum. Ich hoffe mal, wir sind noch richtig. Aber nicht, ich habe doch die Map gesammelt. Du, wir müssen Richtung Nord, ja, Richtung Nordosten, so ungefähr müssten wir sein mit unserer, mit unserem kleinen Domizil, sage ich mal, in die Richtung. Okay, schauen wir mal. Oh, hier waren wir noch nicht, ja? Schön, Koffer. Gebt mir. Oh, Batterien. Sehr schön. Für die Taschenlampe. Ah, wieder was Kurzärmliches gefunden hier in dem Kleiderkoffer. Hier ist ein bisschen Chicorée. Kann man uns auch mal einstecken. So, soll erstmal reichen. Wir düsen mal weiter. Wir müssen zusehen, dass wir unser Zuhause finden. Ah, wir mussten jetzt so ein bisschen außen rum rennen. Aber ich muss mal schauen, wo wir sind auf der Map. Das müsste eigentlich hier so bald mal kommen, bin ich der Meinung. So schön im Wald drin. So wollten wir es ja haben. Allerdings weiß ich nicht, wo genau im Wald. Ja, habe ich doch noch eine Klippe. Klippe ist immer ein gutes Zeichen.
Gehen wir mal die Klippe lang. Und dann sehen wir ja irgendwann, wo unser Domizil sein müsste. Hier ist ein See mit zwei Zelte. Okay. Den merken wir uns doch auch mal. Waren wir so weit bergauf, ja? Ich dachte, wir waren ziemlich weit unten im Tal. Hier wird es mir schon wieder zu hell irgendwie. Ich muss jetzt gleich die Symbole anschalten, sonst bin ich unser Zuhause nicht mehr. Okay. Dann soll es wohl so sein. Muss ich die anschalten? Ich will die aber nicht anschalten. Aber es wäre nur kurz. Okay, meine Lieben. Wir machen das ganz kurz. Einmal bitte auf Gameplay und einmal die überdeckenden Symbole anschalten. Dann gucken wir kurz mal, wo das Häuschen ist. Da ist das Häuschen. Ich habe ja auch noch, da ist die Baustelle und alles. Okay. Ab in die Richtung. Ja, da war ich ja eigentlich ziemlich verkehrt, ne? Na, da haben wir es doch. Mensch, das ist ja wirklich ganz woanders. Jetzt muss ich aber auch mal auf die Karte gucken, dass ich weiß, wo das genau ist. Das muss ich mir mal ein bisschen einprägen jetzt. Dass ich nicht wieder so wahllos durch die Gegend renne. So, und das Erste, was wir machen müssen, ist erstmal kurz jetzt schnell die Schildkröte verbasteln. So. Hier können wir auch noch ein paar Steckers reinhauen und hier noch. So, Baumharz haben wir auch schon. Dann haben wir die Lampen auch fertig. Sehr geil. So, unser Fressensständer kriegt jetzt noch Zuwachs. Zack. So, dann speichern wir einmal ab und dann düsen wir nochmal los, ne? Wir brauchen ja noch. Einen brauchen wir noch. Den müssen wir uns noch holen. Ja, das ist zwar eine kleine Ecke wieder, aber ist egal. Ja, und damit ich mich nicht so verfranze, gucke ich jetzt mal gleich auf die Karte, dass wir in die richtige Richtung laufen. So rüber. So, zwischendurch ein bisschen Stecker gesammelt. Aha, jetzt sind wir wieder am See angekommen. Bin ich ja fast in die falsche Richtung gelaufen. Ich muss mir angewöhnen, dass ich immer unten am See rauskomme, wenn ich von mir zu Hause jetzt laufe. Macht was aus. So, wir müssen eigentlich hier. Aloe Vera. Oh. Blaubeeren. Na, die kennen wir uns doch. Yes. So, noch einmal vorbei am Camp. Alles geplündert. Da findet man nichts mehr. So, Stecker auch wieder voll. Dann müssen wir, glaube ich, hier so da, wo der Wald sich lichtet, müsste das Meer sein. Da sehen wir Meer. Ja, sieh mal einer an. So ganz lässt mich mein Orientierungssinn dann doch nicht im Stich. Habe ich gerade jemand gehört? Wir kriegen doch nicht Besuch. Ach, schön wär's schon mal, wa? So ein bisschen Action. Aber Action kriegen wir noch genug in den Höhlen, wenn wir dann die Höhlen anfangen zu machen. Aber jetzt nochmal ein bisschen was abgehen. So, da ist der Schildi-Panzer. Das Fleisch nehmen wir auch mit. Man könnte noch ein Stück Fleisch mitnehmen. Wieso nicht? Essen kann man nie genug haben. So, und wieder zurück. Das ist ein Hin und Her heute. Und das alles nur für zwei Wassersammler.
Aber danach werden wir dann auch wieder ein bisschen weiter am Haus basteln. Wir müssen da auch so einiges fertig kriegen. Ne? Logischerweise. So war das ungefähr, ne? So die Richtung. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Sind wir denn gelandet? Jetzt muss ich da wieder unten rum, ne? Ja, das hatte ich wohl noch gesagt, das wollte ich mir eigentlich merken, dass ich am See unten rauskomme immer. Ja, ich drücke mal die falsche Map, die will ich gar nicht benutzen. Ich habe ja gesagt, ich habe so einige Mods installiert, da ist auch die Map bei. Aber die möchte ich gar nicht benutzen, groß. Wir nutzen die Map, die ich gefunden habe, das reicht. Alles wunderbar. Eigentlich auch so eine gute Orientierung halt eben immer ein bisschen schwer, wenn man dann mal da baut, wo man noch nie vorher gebaut hat. Ne? Da muss man erstmal zurechtkommen, sich erstmal zurechtfinden. Aber so zwei Anhaltspunkte habe ich jetzt mittlerweile, die zwei kleinen Seen, die hier sind. Ach, na, sieh mal einer an. Hey, Buddy. Komm mal her, mein Freund. Lass dich klatschen. Oh. Der Hund, mein Pfeil. Was haben wir für ein Problem? Irgendwie. Stimmt was nicht mit dem Bild? Ja, dann werde ich hier mal die Aufnahme unterbrechen und schneide euch gleich wieder dazu. Bis gleich. Meine Lieben, da bin ich wieder. Ja, es hat sich leider mein Rechner aufgehangen. Ich muss den letzten Speicherstand nochmal einladen, aber ich bin schon los und habe einfach mal schon dreisterweise eine Schildkröte geholt. So, dann haben wir das erledigt. Dann müssen wir jetzt nicht nochmal losscheißern und alles wiederholen, sondern sind jetzt ganz easy wieder angekommen hier mittlerweile und können mal hier ein paar Knochen reinpacken, die wir zufällig noch bei haben. Die Lampen sind ja fertig, die Schildkrötenpanzer sind fertig, die Futterstange hängt echt voll. Als nächstes würde ich sagen, kann man sich ein bisschen drum kümmern, dass man hier drin dann alles ausbaut soweit. Hier können wir schon mal reinpacken, was wir alles besitzen. Die Couch ist auch schon bald fertig, ein paar Baumstämme noch an sich. Ja, die müssen wir uns dann fällen. Ich würde sagen, das machen wir ruhig schon noch. Warum nicht? Dann können wir die Couch schon mal fertig bauen und vielleicht den Kamin, die Baumstämme schon mal besorgen. Ja, der Kollege, der da kam, der hat meinen Computer so überrascht, dass er da Tatsache ausgestiegen ist. Warum auch immer. Keine Ahnung, alles andere lief weiter. Ja, war wohl The Forest. Ach so, schön mit der Treppe, da wollte ich gerade sagen. Wir pellen uns den hier gleich mal mit. Dann haben wir gleich wieder zwei Baumstämme, die wir mitnehmen können. Wir müssen ja noch einen Kamin auch noch zwei reinpacken. Und da können wir uns vielleicht schon mal noch ein Sprengstofflager aufbauen. Da brauchen wir noch den letzten Baumstamm für. Den können wir dann da reintun. So, du kommst erstmal mit hier. Ja, ich muss dir jetzt neu einladen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht allzu lang dauert, dass hier auch mal einer vorbeikommt. So. Ne, man weiß ja immer, wenn man neu einlädt, dann dauert es immer so, ja, ein bisschen, bevor sie sich dann irgendwie eingekriegt haben und hier mal vorbeischauen. Ansonsten halten sie sich immer erstmal fern. Unsere lieben Kannibalen-Nachbarn. Aber ich sage, Sprengstofflager bauen wir uns hier rüber. Einfach mal neben die Rüstung, neben den Rüstungsständer. Ja, hier, so, komm, hier. So, der braucht dann einen Stamm. Dann haben wir den auch. Vielleicht sollten wir mal ein paar Sticks besorgen. Wir haben hier so viel Sticks. Sticks noch und nöcher. Also hier ist wirklich Stickies ohne Ende, ne? Braucht man sich keine Sorgen machen.
Oh, noch einmal schön Stickies vollpacken hier. Dann haben wir, ach da, die Rüstungsständer, der braucht auch noch mal ein paar Stickies, aber der ist jetzt auch nicht so relevant. Einen Pfeilkorb brauchen wir noch, dass wir die modernen Pfeile mal ablegen können. Dann können wir wieder ein paar nachlooten. Weil mit 50 Stück ist man ja schon voll. Und wenn jetzt noch Pfeile kommen, dann können wir die nicht mehr sammeln. Das wollen wir dann auch nicht. Wir lassen hier nichts liegen. Alles, was kommt, wird mitgenommen. Das heißt, wir bauen uns noch einen Pfeilkorb. So, erstmal bekommst du hier noch deine Stickies. Ach, da fehlen auch noch drei. Okay, gut. Hier ist ein Pfeilkorb dahin. So. Okay. Na, holen wir mal noch eine Fuhre Stickies. Man könnte eigentlich hier so mit dem Wagen ranfahren und dann mal mit dem Holzwagen mal die ganzen Stickies mitnehmen. Da passen 57 Stück drauf, glaube ich, oder so. 58. Plus 20, die man noch im Inventar hat. Da kommt eine ganze Menge zusammen. Da brauchen wir gar nicht so oft laufen, eigentlich. Aber wenn ich jetzt noch einmal los muss, weil mir noch eine Portion fehlt, dann soll man die mal schnell so holen, glaube ich. So, die sind auch fertig. Da einmal reingeschmissen. Oh, Lämpchen haben wir fertig. Oh, Baumstämmchen liegen hier auch noch. Stimmt ja. Das können wir auch gebrauchen. So. Bevor sie uns wegrollen. Oh, das geht ja schnell. So, jetzt noch 5 Sticks für die Rüstung. Da haben wir die Sticks erledigt. Also zumindest die Sticks für die Innenausstattung. Guck mal gerade unten links, ja, 9 Stück brauchen wir noch, das ist aber durch. So, dann haben wir auch schon alle zusammen, glaube ich, dann düsen wir mal hoch. So. Hier packen wir mal schon mal ein paar Pfeile rein. Wir behalten mal nur ein paar auf der Hand. Sagen wir mal 15 Stück. Damit kommt man erstmal zurecht, sage ich mal. So, hier sind auch die letzten Stöckchen drin. Jetzt brauchen wir da noch die ganzen Steine. Fürs Bettchen brauchen wir noch Hasenfelle. Die organisieren wir uns schon noch. Ja, unser Couch ist fertig. Wunderbar. Oh, schöner Ausblick hier. Aber es wird ein schönes Wohnzimmer. Da bin ich sehr zuversichtlich. Na okay, meine Lieben. Trotz des kleinen Zwischenfalls hoffe ich doch, es hat euch Spaß gemacht. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und hoffe, dass ihr auch weiterhin dabei seid in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, wir warten. Und ja, lasst gerne mal ein Like auf dem Video da. Oder schreibt mir einen Kommentar. Freut mich immer. Wenn ihr keine Folge weiter verpassen wollt, dann abonniert mich doch einfach. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Runde. Tschüssi!